Normalerweise haben wir also am Tag der offenen Tür so einen Einführungsvortrag in Buddhismus. Und wir haben fast immer einen Vortrag über ein buddhistisches Thema, über einen Aspekt der buddhistischen Lehre. Ich werde heute was anderes machen. Ich werde heute über das Leben des Buddha sprechen, so einen Abriss seiner Lebensgeschichte. Teilweise, um auch mal was anderes zu machen. Teilweise aber auch, weil die Beschäftigung mit dem Leben des Buddha auch buddhistische Inhalte vermittelt. Man kann auch am Leben, an der Lebensgeschichte vom Buddha selber oder auch an Schülern des Buddha einiges über Buddhismus lernen. Ja, man muss nicht einfach nur die Schriften oder die Lehren angucken. Ich würde sogar sagen, wenn man nur die Lehren betrachtet, also nur den Inhalt, was der Buddha gelehrt hat, dann verpasst man vieles. Es gibt einen amerikanischen buddhistischen Gelehrten, der die Theorie aufgestellt hat, wir haben im Westen die buddhistischen Schriften immer falsch gelesen. Wir haben immer nur gelesen auf der Suche nach dem, was der Buddha gelehrt hat, nach Inhalt. Wir müssen die auch lesen oder betrachten mit dem Gesichtspunkt von, was haben die Leute getan? Ja, wie haben sie gelebt? Wie sind sie mit Situationen umgegangen? Und das ist der Zugang, den ich jetzt wählen möchte. Einfach das Leben des Buddha erzählen und am Ende oder zwischendurch auch mal rausstellen, wo für uns interessante Punkte drin sein können. Mir ist bei der Beschäftigung aufgefallen, dass man, das ist vielleicht das Problem, wenn man versucht, einigermaßen ehrlich an so Themen ranzugehen, ich spreche über Dinge, die sehr lange her sind und von denen man vieles nicht weiß. Das ist das Problem von Geschichtswissenschaft. Ich bin manchmal überrascht, mit welcher Sicherheit einige Autoren über das Leben des Buddha schreiben, ob sie wirklich dabei gewesen wären. Wenn man wirklich ehrlich die Schriften anguckt, findet man Widersprüche und Unklarheiten. Das ist dann leider einfach so. Und ich werde auch einige dieser Unklarheiten und Widersprüche rausstellen hier. Ich habe einige schon erschreckt im Vorfeld, die meinen, die Lebensgeschichte des Buddha zu kennen, dass ich einige für etwas verunsichern werde. Aber es macht auch nichts. Die Quellen, die ich benutzen werde, oder auf die ich mich in erster Linie beziehe, sind die Schriften aus dem Pali-Kanon. Das sind die einzigen noch überlebenden Schriften, die sich mit dem frühen Buddhismus beschäftigen. Es sind nicht die ältesten Schriften des Buddhismus. Es ist auch nicht das Wort des Buddha. Die sind viel später aufgeschrieben worden. Und sehr viele frühe Schriften aus dem Leben des Buddha, das, was sich damit beschäftigt, sind verloren gegangen. Also sehr vieles haben wir einfach nicht mehr. Die einzigen noch überlebenden, noch bestehenden buddhistischen Quellensammlung ist der sogenannte Pali-Kanon. Pali ist eine alte indische Sprache, auf der das aufgeschrieben worden ist. Es gab auch andere kanonische Sammlungen, ja, auf anderen Sprachen, aber die gibt es einfach nicht mehr. Ist einfach verloren gegangen. Also wie gesagt, diese Schriften sind später entstanden. Sie sind nicht der ursprüngliche Buddhismus. Es ist nur das Nächste, was wir am ursprünglichen Buddhismus haben. Also man muss die Schriften auch mit ein bisschen Vorsicht genießen. Im Pali-Kanon, wenn man was über die Biografie des Buddha sucht, findet man keine zusammenhängende Lebensgeschichte. Es hat bei den frühen Schriften anscheinend, es sei denn, sie sind verloren gegangen, es hat anscheinend keine zusammenhängende Lebensgeschichte des Buddha gegeben erstmal. Was wir haben, sind eher so verschiedene Erzählungen aus verschiedenen Bereichen und ab und zu erzählt er mal was aus seinem Leben. Ja, man hat den Eindruck, er hat sich so mit ein paar Leuten getroffen und erzählt so aus seiner Vergangenheit mal eine neue Episode. Und man muss das irgendwie ziemlich mühselig alles wieder versuchen in eine Chronologie zu bringen. Was teilweise gelingt, teilweise etwas schwieriger ist. Was man später hat, das sind Quellen, die ich nicht benutzen werde, sind einige später hat man die Sachen dann zu Lebensgeschichten zusammengebaut. Ja. Da ist sehr viel Symbolisches drin und das ist nach indisch-symbolischer Art sehr ausgeschmückt. Also alle Zahlen werden mehrfach mit 10 potenziert, um noch mehr draus zu machen. Und nach einer Geschichte hatte er einen Harem von 84.000 Frauen. Das ist eine Kleinstadt. Mit Sicherheit nicht so. Allein die Organisation muss schwierig gewesen sein. Da sind die Mahayana-Sutren, wo sehr viel Mythologisches, viele Sachen einfach ausgeschmückt worden sind. Darauf berufe ich mich nicht. Was es auch gibt, sind moderne Lebensgeschichten des Buddha. Die ich am besten finde, ich habe es nicht dabei, ist von Schumann, Wolfgang Schumann, der historische Buddha, den ich ganz gut finde. Interessant ist auch, jeder, der sich mit dem Buddha beschäftigt, scheint was anderes zu finden. Ja, ich meine, wir haben diesen Menschen, der vor langer Zeit lebte, von dem wir keine Ahnung haben wirklich, weil es so lange her ist. Und jeder, der sich betrachtet, sucht sich das aus, was er mag anscheinend. Ja, also was im Mahayana-Buddhismus geschah, die haben den Buddha unglaublich groß gemacht. Ja, dieses völlig übermenschliche, göttliche Wesen. Im Pali-Kanon selber eher menschlich. Moderne Autoren scheinen einen demokratisch gesinnten, liberalen Menschen draus zu machen. Dazu gibt es auch keinen Hinweis in den frühen Schriften. Ja, aber es scheint, dass jeder, der das sehen will, sieht, was er sehen will. Also das so als Vorsicht, ja, wenn man nicht so sicher sein sollte, dass man wüsste, wovon man spricht, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die lange her sind. Okay, das Leben des Buddha.
Erst ein bisschen Hintergrund, so das Umfeld, in dem der Buddha gelebt hat. Der Buddha lebte vor ungefähr 2.500 Jahren, das ist auch nicht ganz sicher, man streitet sich so um 100 Jahre vor und zurück, in Nordindien, so teilweise Nordindien, teilweise heutiges Nepal. Damals sah Indien so aus, es war die Zeit, das waren in den hunderten Jahren vorher, sind die sogenannten arischen Völker aus dem Kaukasus in Indien eingewandert bzw. haben es überfallen. Nicht sicher, ob es eine Einwanderung war, die sich über eine Zeit hinstreckte oder ob es ein Überfall war. Wahrscheinlich war es eher eine langsame Einwanderung. Haben sozusagen die eingeborene Bevölkerung mehr oder weniger verdrängt bzw. beherrscht. Haben auch ihre Religion eingeführt. Und was sie eingeführt haben in Indien, waren die Anfänge von dem, was man später den Hinduismus, wo es später mit viel Änderung der Hinduismus wurde. Es gab damals noch keinen Hinduismus. Das beruht auf eine bestimmte Gesellschaftsordnung, das Kastenwesen. Das war eine religiös, das gibt es heute noch, das ist eine religiös begründete Organisation der Gesellschaft, die ganz gut funktioniert, weil sie keine Veränderung zulässt. Danach ist man in eine bestimmte Kaste reingeboren, eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Man muss drin bleiben. Man hat keine Chance, in diesem Leben rauszukommen. Man darf es nicht mal versuchen. Wer zur niederen Kaste gehört, dessen Pflicht ist es, niederzubleiben. Wer zur höheren Kaste gehört, hat Glück gehabt. Es gab 4 Hauptkasten. Und zwar gab es die Kriegerkaste. Das waren die, die sich mit Politik beschäftigt haben, die Herrscher. Die Brahmanenkaste, die Priesterkaste und so. Das waren die, deren Vorrecht Religionsausübung war. Die einzigen, die die Schriften lesen durften anscheinend. Dann gab es die Händler und die Bauern. Und dann die Kastenlosen, die waren ganz unten, sind es heute auch noch. Das, wie Indien politisch aussah. Ansonsten war Nordindien in einige große Königreiche aufgeteilt. Ich glaube, man spricht von 3 oder 4. In der Gegend, wo der Buddha herrschte, gab es nämlich 3 große Königreiche mit bedeutenden großen Herrschern. Und die hatten alle so kleinere, sowas wie Republiken oder kleinere Fürstentümer vielleicht, die davon abhängig waren. Und es gab diese kleinen Fürstentümer oder manche sagen Republiken oder wie man das nennen soll, Stadtstaaten. Und die hingen an einem großen Königreich dran. Und einer davon war der Stamm der Shakyas, wo der spätere Buddha geboren wurde. Also in bestimmten buddhistischen Schriften scheint es so zu sein, dass der Vater des Buddha dieser bedeutende Herrscher war. Das war er nicht. Er war der wahrscheinlich aus Lebenszeit gewählte Herrscher oder Vorsitzende, wenn man so will, einer dieser kleineren Fürstentümer oder Republiken. Er war abhängig von einem größeren Herrscher. Er konnte keine Außenpolitik betreiben zum Beispiel. Aber das war, wie Nordindien politisch oder gesellschaftlich aussah, also einige große Königreiche mit ein paar kleineren Fürstentümern außenrum, die davon abhängig waren. Gesellschaftlich das Kastenwesen. Religiös war es eine sehr lebendige Zeit, wahrscheinlich so an Lebendigkeit vergleichbar mit so dem Griechenland der Antike. Es gab, was man so nennen will, die Staatsreligion, das Brahmanentum, was wie gesagt gesellschaftserhaltend war. Die Brahmanen hatten die Priesterautorität, das waren die, die die Religion ausüben konnten, dafür auch einiges an Geld verlangten für Rituale, konnten Geld mitverdienen auch. Und alle hatten ihren Platz in der Gesellschaft. Die heiligen Schriften, da waren die Veden und die Upanishaden. Dann gab es aber auch eine Art Gegenbewegung, oder es gab viele, die das nicht mitgemacht haben. Das waren die sogenannten heterodoxen Lehrer, die nicht orthodoxen. Das waren die Shramaneras oder Samanas, das ist etwas wie Wanderasketen. Das waren einfach Leute, die meistens bettelnd umhergezogen sind und die verschiedensten Dinge gelehrt und praktiziert haben. Ja, da gab es die unterschiedlichsten Systeme von Praktiken und Übungen und Ansichten. Und es kann sogar sein, ich kann das jetzt nicht genau nachprüfen, aber man sagt, dass im damaligen Indien waren so ziemlich alle religiösen und philosophischen Ansichten schon irgendwie vorhanden, die wir heute kennen. Ja, also vom einem gewissen Monotheismus, der aber eine Minderheitsidee war, da habe ich nicht viel daran geglaubt an den einen Gott, zu viele Götter, zu völligem Atheismus und Materialismus. Also alle Ansichten waren da. Und man hat ständig miteinander debattiert und diskutiert. Es war also eine sehr spirituell und religiös-philosophisch sehr reiche Zeit. Also es gab die Brahmanentum und die Wanderasketen, die Samanas, die quasi religiösen Außenseiter. Da wurde der Buddha quasi reingeboren in diese Zeit, also der spätere Buddha. Ich meine, das Wort Buddha ist eigentlich ein Titel, das ist nicht sein Name, er hieß Siddhartha. Wurde also als Sohn dieses Herrschers der Shakyas geboren. Seine Mutter ist kurz nach der Geburt gestorben und er wurde von seiner Tante bzw. Stiefmutter aufgezogen. Also der Vater hatte beide Schwestern geheiratet, damals üblich, und sie hat ihn aufgezogen. Der Legende nach, ich würde erst die Legende erzählen und dann die wahrscheinlichere Variante, der Legende nach gab es eine Weissagung,
also nach seiner Geburt, wonach ihm geweissagt wurde, dass er entweder ein großer Weltherrscher werden würde oder ein großer religiöser Führer. Der Vater wollte natürlich, dass er ein großer Weltherrscher wird und hat deswegen, damit er nicht auf dumme Gedanken kam, auf religiöse Gedanken, ihn quasi in Paläste gesperrt, wo ihm jeder Anblick von irgendwas Unangenehmem vermieden wurde. Ja, also es gab keine alten oder kranken oder irgendwie unglücklichen oder hässlichen Menschen in diesen Palästen. Nur von jungen, schönen, gesunden Menschen umgeben, damit er gar nicht auf dumme Gedanken kam. Man spricht von 3 Palästen, die er hatte, ja, für die 3 Jahreszeiten, die es in Indien gibt, mit Unmengen Vergnügungen einfach ein gutes Leben gehabt. Ja, man braucht sich nichts Unangenehmes angucken. Danach hat er noch irgendwann geheiratet und einen Sohn bekommen. Und die Frauen, so wie der Buddha, der spätere Buddha auch natürlich so der tollsten Leute gewesen sein muss, die es in Indien gab, weil die Frau natürlich auch eine der tollsten Frauen, die es in Indien zu der Zeit gab. Der Legende nach kommen dann die 4 Ausfahrten. Also wie es beschrieben wird, ist, er langweilte sich etwas im Palast und wollte sich mal so das Leben außerhalb angucken, hat dann irgendwann seinen Wagenlenker befohlen, so den Wagen anzuspannen, ist mit ihm rausgefahren und hat dann zum ersten Mal in seinem Leben einen kranken Menschen gesehen. Er fragte seinen Wagenlenker, was ist das, was ist mit dem los? Und er erklärt ihm, der Mann ist krank. Und der Siddhartha musste dann lernen, das wird auch ihm passieren. Ja, das wird allen passieren. Krankheit passiert allen garantiert. Er fuhr wieder zurück und war entsprechend schockiert davon. Dann hat er eine Weile später eine 2. Ausfahrt gemacht und sah da zum ersten Mal in seinem Leben einen alten Menschen. Auch das wird ihm passieren, musste er lernen. Die 3. Ausfahrt, er hat einen Toten gesehen zum ersten Mal im Leben. Die 4. Ausfahrt, da hat er zum ersten Mal einen Wanderasketen gesehen, einen dieser Shramaneras, ja, der so ziemlich zufrieden aussah, einfach gesammelt und von Tür zu Tür ging und bettelte. Und er hatte eine Ahnung, dass das die Lösung ist. Das Problem von Alter, Krankheit, Tod. Ich finde eine Beschreibung, die sehr mythologisch ist, ganz interessant, finde ich sehr schön. Danach waren diese Ausfahrten, die er hatte, nicht wirklich alte, kranke, Tote und Asketen, sondern es waren Götterboten oder Gottheiten. Ja, man geht dann im indischen Denken von verschiedenen Wesenhaften aus, so sogenannte Götter. Das sind keine transzendenten Wesen, sind einfach Wesen, denen es besser geht als wir, also Lichtwesen. Und die wollten ihn daran erinnern, dass er mal was Besseres in seinem Leben anfangen sollte, als sich zu vergnügen, und haben sich quasi die Gestalt von einem toten, kranken, einem Alten angenommen. Danach hat er beschlossen, also dass er Alter, Krankheit, Tod sah und die mögliche Lösung, hat er irgendwann beschlossen, seine Familie zu verlassen und einer dieser Wanderasketen zu werden, dieser Shramaneras, und ist dann quasi mitten in der Nacht geflohen. Diese 4 Ausfahrten hat der Buddha nie von sich behauptet. Und gegen den, was viele Leute glauben, was in unseren eigenen Veröffentlichungen steht. Was der Buddha in den frühen Schriften macht, er erzählt diese 4 Ausfahrten von jemand anderem, von einem Buddha, der in der Vorzeit lebte. Wenn er von sich selber spricht, ist es viel einfacher und ich finde auf eine gewisse Weise viel bewegender. Er hat einfach nachgedacht. Zum einen, ich glaube nicht, es ist unwahrscheinlich, dass er völlig versteckt lebte. Anscheinend hat er ziemlich teilgenommen am so gesellschaftlichen Leben. Das kann man daran merken, dass er ziemlich viel Ahnung hatte von Politik. Also, als er dann rauskam und mit Herrschern zu tun hatte, er konnte sich unter denen bewegen, kannte sich aus. Ja, also er war nicht so versteckt in seinen Palästen und wurde in die Welt rausgelassen irgendwann. Der kannte sich einigermaßen aus, wie die Welt funktioniert, wie Politik funktioniert. War wohl bei Ratssitzungen dabei. Was eher passiert ist, er hat irgendwann einfach nachgedacht. Und ihm ist irgendwann aufgegangen, ich selber bin der Veränderung, dem Tod, der Krankheit unterworfen. Ich strebe nach dem, was auch dem unterworfen ist. Und er fand das eigentlich unsinnig. Warum soll ich nicht nach dem streben, was nicht Alter, Krankheit, Tod unterworfen ist? Also warum soll ich nicht höhere Dinge anstreben? Das ist die Beschreibung, die er selber gibt von diesen Fragen. Und dann heißt es in einer der kürzesten und einfachsten Beschreibungen, als ich noch ein Jüngling war, obwohl meine Eltern klagten und heulten, bin ich gegangen. Das ist alles, was er über seinen Auszug sagt. Und seine Eltern wollten nicht, dass er in die Hauslosigkeit geht, was verständlich ist, ja, aber er ist gegangen. Also danach ist es eher so eine Art, ja, Folge von Nachdenken, Reflexion gewesen. Er hat also das gemacht, was viele getan haben. Er gehörte damit, der spätere Buddha war einer dieser Shramaneras, dieser vielen Leute, die einfach unabhängig von Staatsreligion oder Staatskirche davon praktiziert haben. Weil er so behütet aufgewachsen ist, war er anscheinend ziemlich verweichlicht, ja. Irgendwo eine Stelle, wo er sagt, seine Füße waren so extrem zart, die konnten gar nichts ertragen, weil er vielleicht auf irgendwelchen Teppichen rumlief oder was, und dicke Schuhe hatte. Aber er ist dann einer dieser Bettelasketen geworden. Und Betteln heißt, man geht von Tür zu Tür und kriegt das, was man halt kriegt, meistens Essensreste. Und seine erste erbettelte Nahrung musste er gleich wieder erbrechen, weil er so eklig war.
Kein großer Erfolg am Anfang, aber er hat sich irgendwann doch dran gewöhnt. Eine Weile lebte er allein im Wald. Und hier hat er ziemlich viel mit Angst zu tun bekommen, weil er nachts allein im Wald rumlaufen musste. Und das ist nicht wie irgendwie Eifel oder Sauerland. Nachts im Wald ist Urwald. Ja. Es war gefährlich. Und es ist vorgekommen, dass einige Leute auch von Tigern gefressen wurden. Also es war nicht ohne da. Es war nicht einfach nur im Wald zu leben, weil es so schön ist, in Natur zu sein. Also es war auch gefährlich, wirklich. Und wenn er nachts da war, dann alle Geräusche sind viel lauter. Ne? Und es gibt eine schöne Beschreibung, wie er mit der Angst umging. Er sagte, wenn ich im Wald war, Angst überkam mich und ich saß gerade, bin ich sitzen geblieben. Wenn ich lag, bin ich liegen geblieben. Wenn ich ging und Angst überkam mich, bin ich weitergegangen. Wenn ich stand, bin ich stehen geblieben. Also er hat nicht das getan, was die meisten Leute tun würden, wenn sie Angst bekommen, nämlich irgendwas anderes tun. Weglaufen oder rumklettern oder pfeifen. Ne? Er hat einfach das gemacht, was er eh gemacht hat und hat einfach die Angst ausgehalten. Er hatte zu der um die Zeit herum seine erste Begegnung mit einem buddhistischen Herrscher, Bimbisara, mit dem er später gut befreundet wurde. Er ging durch die Hauptstadt und Bimbisara sah ihn wohl vom Palast aus und fand ihn sehr beeindruckend. Er hat ihn später auch besucht, hat dann seine Boten hinterhergeschickt, wo er wohl hingeht und ihn auch besuchen gegangen. Die hat einen ganz interessanten Austausch. Bimbisara war so von ihm beeindruckt, dass er ihn gleich zum Mitherrscher machen wollte, aber der Buddha hat das dann abgelehnt. Siddhartha hat das abgelehnt. Und die beiden sind später auch recht gute Freunde geworden. Die waren anscheinend gleichaltrig auch. Er hatte verschiedene Lehrer. Er hat sich zu verschiedenen spirituellen Lehren gegangen. Man spricht von zwei Lehrern, bei denen er war. Alara Kalama und Udaka Ramaputra. Das waren zwei dieser Wanderasketen oder Shramaneras, die halt etwas gelehrt haben. Die haben anscheinend bestimmte Arten von Meditation gelehrt. Und der Siddhartha, der spätere Buddha, ist halt zu einem, für den erst hin, zuerst Alara Kalama, hat die Meditationspraktiken gelehrt und war sehr erfolgreich damit. Also sehr schnell anscheinend gemeistert, was er lehrte. Alara Kalama war begeistert von ihm und wollte ihn gleich zum Mitführer seiner spirituellen Gemeinschaft machen. Der Buddha hat das abgelehnt. Wahrscheinlich, weil er sah, einfach nur gut zu meditieren löst keine Probleme. Ja, man kommt in wunderbare Höhen rein. Man kann auch das haben, was man mystische Erlebnisse nennt, aber Mystik löst auch das Problem von Alter, Krankheit, Tod nicht. Das löst kein Problem. Ja, man kommt wunderbar in Meditation, aber es löst die Probleme nicht. Und vermutlich ist auch, die haben kein System von Ethik gehabt anscheinend. Die Lehrer, nur Meditation. Der zweite Lehrer, Udaka Ramaputra, war dasselbe, der hat eine etwas weitere Meditation gelehrt, was der Buddha auch wieder gemeistert hat, der spätere Buddha. Und auch er hat abgelehnt, dann die Gruppe mitzuführen. Er hat sozusagen den Verlockungen entsagt, spirituelle Karriere zu machen. Er hätte wunderbar ein berühmter Lehrer werden können, mit vielen Schülern, aber das löst keine Probleme von Alter, Krankheit, Tod. Das ist einfach nur eine andere Form von Karriere. Hat er also aufgegeben. Dann hat er was ausprobiert, was auch in Indien sehr beliebt war, das war Askese. Die Idee hinter Askese ist, man quält den Körper so lange, bis der Geist befreit ist. Das ist die Theorie dahinter. Und wenn Siddhartha was gemacht hat, er hat also wirklich probiert, er hat nicht nur so reingeschnuppert, sondern er hat dann wirklich probiert. Ja, wie bei seinen ersten Lehrern ist er bis ans Ende gegangen davon. Auch bei der Askese ist er fast bis ans Ende gekommen. Nicht ganz. Also auch diesen Weg probiert. Und er spricht dann von verschiedenen asketischen Übungen, die man damals macht, die es heute auch noch gibt. Es besteht darin, möglichst wenig zu essen. Es geht dann ein Reiskorn am Tag runter. Und der Buddha sagte dann, er hat dann später seinem Schüler davon erzählt und meinte dann, glaub bloß nicht, dass die Reiskörner früher größer waren. Dann diese sogenannte Fünf-Feuer-Praktik. Man setzt sich mitten im Sommer unter der Mittagshitze unter die Sonne und zündet noch vier Feuer um sich herum an. Soll auch irgendwie spirituell gut sein. Und er hatte, weil er war wohl einer der berühmtesten Asketen weit und breit, weil er wohl weiter ging als die meisten anderen. Es gibt übrigens Darstellungen von Siddhartha zu der Zeit. Es gibt so Bilder oder Statuen vom Buddha, wo er sehr mager aussieht. Er um die Rippen so sehen kann und Gesicht völlig eingefallen. Das ist der spätere Buddha bei der Askese. Er schreibt auch davon, oder er spricht davon, dass er dann zu der Zeit konnte er seine Wirbelsäule anfassen, wenn er in seine Magengrube griff. Er hatte fünf Schüler, weil er war berühmt, hat er fünf Schüler gehabt, die das mehr oder weniger mitgemacht haben, aber die zumindest ihm gefolgt sind. Irgendwann erkannte er, dass auch das nicht weiterführt. Das würde nur dazu führen, dass er stirbt, aber mehr auch nicht. Ich glaube, er war auch fast ertrunken, aber irgendwann war er so vor Schwäche in den Fluss gefallen, konnte sich gerade noch wieder rausziehen. Er hat das aufgegeben, hat wieder angefangen, Milchreis zu essen. Dann haben seine fünf Schüler sich entsetzt von ihm weggewandelt, weil er wieder der Völlerei frönen würde, diese Sachen. Also er hat das aufgegeben. Und damit hat er sozusagen alles probiert, oder ziemlich alles probiert, was die Möglichkeiten, die es damals gab. Er hat das
normale Leben probiert und gesehen, das bringt nichts. Ja. Palästen und Familie und Karriere hat er aufgegeben. Er hat spirituelle Karriere aufgegeben und Askese. Ja, er hat sozusagen nichts mehr, was er machen konnte. Er war auch sozusagen gesellschaftlich völlig alleine, weil er allen, ja, alles verlassen hatte. Und dann hat er sich eines Abends unter einen Baum gesetzt und hat gesagt, ich werde jetzt sterben oder Erleuchtung erlangen. Hat sich dann an eine Begebenheit erinnert, wo er meinte, das könnte so der Weg sein, wie er an die Praktik rangehen könnte. Wie er als Kind mal, wahrscheinlich als 12-Jähriger, seinem Vater beim Pflügen zusah und dabei mehr oder weniger spontan in eine Art meditativen Zustand geriet, der eine Weile anhielt. Und hatte die Idee, das ist die richtige Art zu praktizieren. Wahrscheinlich, das ist nur Vermutungen, die ich habe, was er bei seinen Meditationslehrern lernte, war Technik. Man kann durch reine Technik sehr konzentriert werden. Man muss sich nur genug anstrengen. Aber es bringt nicht viel, man kriegt dann Kopfschmerzen und irgendwann hat man wirklich keine Lust mehr dazu. Durch reine Technik, das führt nicht weit. Und was er hier gemacht hat, war eher eine ausgewogenere oder entspanntere Art von Bemühung. Er hat sich also unter diesen Baum gesetzt, hat die Achtsamkeit beim Atem geübt und hat dann, wie es heißt, in dieser Nacht Erleuchtung erlangt und ist damit zum Buddha geworden. Es gibt einige verschiedene Beschreibungen, auch in den frühen Sammlungen, was es bedeutet, Erleuchtung erlangt zu haben. Ja? Also es gibt auch nicht eine Formel, die beschreibt, das ist Erleuchtung. Zum Beispiel gibt es die vier edlen. Das heißt, er hat die vier edlen Wahrheiten erkannt. Leiden, Ursache des Leidens, Aufhören des Leidens, den Weg zum Aufhören des Leidens. Oder die 12 Kettenglieder des bedingten Entstehens, die ich nicht aufzählen werde. Oder die 10 Kettenglieder des bedingten Entstehens oder die 9. Verschiedene Listen davon. Das heißt für mich, dass es keine zentrale Lehre im Buddhismus gibt, die man als so zentral ansehen kann, dass sie die einzige ist. Man kann sagen, er hat diese Einsicht gehabt in Realität und es gab verschiedene Beschreibungen, in denen man es ausdrücken könnte. Wenn es eine Beschreibung gibt, die zentral ist, dann ist es die vom gegenseitigen bedingten Entstehen. Er hat gesehen, dass alle Phänomene ohne jede Ausnahme, egal wie groß oder klein, nur aufgrund von Bedingungen entstehen und irgendwann wieder vergehen. Das heißt, es gibt nichts Festes, weder im Universum noch in uns, da ist nichts Unveränderliches. Ja, kein Kern, kein Wesenskern, nur Veränderung. Und diese Veränderungen laufen nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ab. Das ist alles, was Realität ist. Dieses gegenseitiges, bedingtes Entstehen, wie man es nennt. Klingt sehr einfach, ist aber ein extrem, je mehr man da reinguckt, desto schwieriger wird die Lehre eigentlich, ja. Und wir alle wenden es ständig an. Ja, wenn ich eine bestimmte Art von Pflanze haben will, tue ich ein bestimmtes Art von Samenkorn in die Erde und gieße Wasser drauf. Das ist bedingtes Entstehen. Ja, nichts anderes. Wir wenden ständig an, aber wenn man genau hinguckt, merkt man, dass es eigentlich gar keine Dinge gibt, nur Abläufe, nur Prozesse. Diese Einsicht im gegenseitiges bedingtes Entstehen, anscheinend musste er erstmal mehrere Wochen sitzen bleiben, um das so zu absorbieren, diese Einsicht. Ich habe den Eindruck, dass Erleuchtung nicht etwas ist, was an einem Punkt passiert, sondern es ein Prozess ist, der eine Weile dauert. Ja, man kriegt manchmal dieses Gefühl, so man praktiziert und praktiziert, dann gibt es einen großen Knall, alles wird anders, man hat diese wunderbaren Erlebnisse, man erleuchtet und hinterher ist alles ganz anders. Es scheint nicht so zu sein. Es scheint eher so zu sein, dass auch die Erleuchtung selber ein Prozess ist, der sich eine Weile hinzieht. Ich habe auch den Verdacht, dass der Buddha es erstmal lernen musste, damit umzugehen. Das Erste, was er tat, er war sich nicht sicher, ob er lehren sollte. Er hat überlegt, was ich hier gesehen habe, ist so schwierig. Und die Menschen sind so unverständlich, dass es keinen Sinn hat, seine Zeit damit zu verschwenden, es Leuten beizubringen. Er sagt sogar, diese Generation ist so dumm. Das ist, dass man über vergangene Generationen immer besser dachte als der jetzige. Hat man damals schon gemacht. Ja. Früher war immer alles besser. Ne? Das ist nicht nur die heutige Jugend, die schlimm ist, das Buddha war die auch schon verdorben und schlecht. Zieht sich durch. Also er wollte erst nicht lehren. Er hat gesagt, das behalte ich für mich, hat keinen Sinn. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Was dann der Legende nach geschah, ist, dass der oberste Gott der indischen Mythologie, Brahma, ihn bat zu lehren. Ja, sozusagen das Höchste im Weltlichen. Ja, also danach sind die Götter nichts Transzendentes, auch nur weltliche Wesen, die halt höher sind als wir, musste sozusagen den Erleuchteten bitten zu lehren. Und er hat mit ihm argumentiert, wo es gibt doch Menschen, die mehr verstehen können. So. Und Brahma forderte ihn auf, sich mal an die Menschheit zu denken. Stell dir mal vor, und der Buddha sah dann, dass es doch einige Menschen gibt, die verständig sind, die man lehren könnte. Also er musste auch auf die Idee gebracht werden, zu lehren. Ob man das jetzt mythologisch sieht oder ob es echt so passiert ist, sei dahingestellt, ob es jetzt wirklich dieser Gott kam, den Bart, oder ob es ein Prozess im Buddha selber war, wo es
auf die Idee kommen musste, dass man doch lehren sollte. Kann man sehen, wie man will, aber wichtig ist einfach zu sehen, dass der Entschluss musste erstmal entstehen. Der Überlieferung nach ist der Buddha dann noch einige Wochen unter diesem Baum geblieben, also das Ganze anfangen zu absorbieren, und hat dann Leute gesucht, die er lehren konnte. Die ersten, an die er dachte, waren natürlich seine alten Lehrer, seine Meditationslehrer, weil man die konnte es am ehesten begreifen, was ich gesehen habe. Er hat dann aber festgestellt, die beiden waren schon gestorben, die sind kurz vorher gestorben. Dann hat er beschlossen, seine 5 Asketenschüler aufzusuchen, die ihn verlassen haben, weil er meinte, die würden am ehesten verstehen, was ich gesehen habe, die kann ich als erstes lehren. Seine ersten Lehrversuche scheinen nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein. Das fand ich ganz interessant. Anscheinend musste er auch lernen, es zu lehren. Also er ist nicht wieder mit einem großen Knall erleuchtet worden, dann war alles toll. Er muss anscheinend wirklich lehren, wie man das kommuniziert, diese Erleuchtung. Er ist also dann dahin gegangen, wo er wusste, dass diese Asketenschüler oder ehemaligen Asketenschüler lebten. Auf dem Weg dahin traf er einen anderen Banda-Asketen, Upaka, der von seiner Erscheinung beeindruckt war. Was bist du für einer? Und er fragte ihn, bist du ein Gott? Nein, ein göttlicher Musikant, auch nicht. Waldgeist, auch nicht. Erst zuletzt fragte ihn, ob er ein Mensch wäre. Übrigens sind alle anderen höheren Wesen durchgegangen, bist du ein Mensch, auch nicht. Also der Buddha hat sich auch nicht mehr als Menschen gesehen. Er gehörte keiner Kategorie an, die es damals gab. Er gesagt, ich bin der Erleuchtete. Ich bin das höchste Wesen im Universum. Upaka hat gemeint, das mag ja sein, und ist weitergegangen. War nicht beeindruckt. Ich vermute, aus 2 Gründen war er nicht beeindruckt. Das eine ist ein psychologischer. Wenn man so rumprahlt, dann beeindruckt man Leute nicht. Also er hat gleich rumgepoltert, wie toll er ist, der Buddha. Das brachte ihn, er hätte nicht überzeugt, den Schüler. Das andere war ein eher philosophischer Grund. Upaka war ein Ajivaka. Das war eine Sekte von Deterministen oder Fatalisten, die davon ausgingen, es gibt zwar sowas wie Erleuchtung, Perfektion, du kannst aber nichts dafür tun. Determinismus heißt, es ist alles vorbestimmt und du kannst eh nichts machen. Nach dem Buddha übrigens die absolut schädlichste Lehre, die es überhaupt gibt. Leute, die das gelehrt haben, hat der Buddha als absolut schädlich gebrandmarkt. Also er war ein Determinist und nach seiner Ansicht gibt es zwar sowas wie Erleuchtung und man kann eh nichts dafür machen. Und darum, was sollte er weiter Zeit mit ihm verbringen? Passiert oder es passiert nicht. Also ein erster Versuch war nicht so erfolgreich. Dann kam er zu seinen 5 Schülern und die sahen ihn kommen und wollten ihn erst gar nicht empfangen, weil er halt abtrünnig geworden ist. Aber waren von seiner Erscheinung so beeindruckt, dass sie ihn doch einen Sitz bereitet haben und ihm was zu essen gegeben haben und so weiter. Und dann wollte er sie belehren und das war auch mit einigen Widerständen verbunden, was ganz interessant ist. Zum Beispiel nannten die ihn immer Freund. Das ist nett von ihm ist, aber er sagt immer, nennt mich nicht Freund. Ich bin der Erleuchtete. Und die wollten nur höflich sein. Und der polterte gleich wieder los. Und erst nach einigen Anläufen, es klingt fast so, als ob der Buddha was verzweifelt war, so, habt ihr jemals gehört, dass ich so zu euch gesprochen habe? Ich meine, nein, okay, dann hört mir wenigstens zu. Und er scheint fast seine Geduld verloren zu haben mit denen. Und dann gab es eine Zeit, mein Gott, in den Schriften ist es eher eine Art Lehrrede, die sich sehr lange hinzog, wahrscheinlich war es als Studienseminar, wo er die über mehrere Wochen lang, während der Regenzeit war das, glaube ich, belehrt hatte. Und es war immer so, 3 gingen betteln, 2 haben ihn belehrt, 2 gingen betteln, 3 wurden belehrt. Ja, so haben sich das aufgeteilt. Und am Ende hatten alle 5 auch Erleuchtung erlangt. Ja, damit gab es sozusagen 6 Erleuchtete in der Welt, die hatten auch Einsicht erlangt und konnten auch weiter lehren. Übrigens galt die Erleuchtung des Schülers Buddha als die gleiche Art von Erleuchtung, wie der Buddha erlangt hat. Ja, die haben also die gleiche Art von Einsicht gehabt. Keine Stufen von Erleuchtung. Der Buddha hat dann den Rest seines Lebens weiter gelehrt, hat auch seine Lehrfähigkeit anscheinend verbessert. Er hat nämlich später viel stufenartiger gelehrt. Und die Schriften sind sehr standardisiert, ich spreche 4 oder 5 Stufen von Belehrung. Und zwar fing er immer an mit Großzügigkeit. Also die ersten Stufen waren, er hat sozusagen mit Leuten so gesprochen, wo sie waren. Ja, nicht gleich oben angefangen, die höchste Weisheit draufgehauen, sondern eher da, wo gesunder Menschenverstand greift. Ja, erstens, Großzügigkeit ist eine gute Sache, in allem einverstanden. Ethik ist eine gute Sache. Dann, es gibt was Höheres, ja, auch allem einverstanden. Und dann kamen erst seine spezielle Lehre. Er hat also sehr viel gradueller gelehrt später. Er hat auch verschiedene Menschen unterschiedlich gelehrt. Das ist vor allem wichtig, wenn man sich klar zu machen, wenn man buddhistische Lehren betrachtet, die wurden immer ganz bestimmten Leuten aus ganz bestimmten Gründen gegeben. Die standen, soweit ich sehen kann, nie im luftleeren Raum. Es gab immer einen Grund, warum gerade diese Lehre zu einem bestimmten Zeitpunkt gehalten wurde. Deswegen findet man auch im Buddhismus anscheinend widersprüchliche Lehren, weil einfach Menschen verschiedene Bedürfnisse haben. Und man versteht eine Lehre eigentlich besser, wenn man sie im Kontext sieht.
Wenn man so sieht, warum wurde sie gehalten. Die Gemeinschaft sah damals so aus, er hat, was wir heute Mönche nennen, gehabt. Es waren keine Mönche im Sinne von Leute, die im Kloster lebten. Es gab keine Klöster. Also die buddhistische Gemeinschaft bestand aus Laienanhängern, Nonnen und Mönchen. Und Nonnen und Mönche waren Waldasketen, Waldeinsiedler, die haben im Wald irgendwo gewohnt, alleine oder in kleinen oder größeren Gruppen. Wahrscheinlich gab es verschiedene Arten von Organisationen. Einige haben in kleinen Gruppen gelebt, einige in größeren. Einige alleine zeitweise, viel Bewegung einfach. Und es gab dann die Laienanhänger. Und zwischen denen bestand sehr viel Kontakt auch. Die Trennung zwischen Ordinierten und Laien, die wir später im Buddhismus haben, gab es anscheinend am Anfang nicht. Es gab auch die Laien waren Ordinierte, man sprach von der Laienordination. Man kriegt in den Schriften sehr viel interessante Begebenheiten und Geschichten davon, wie das Leben in der frühen Gemeinschaft war. Interessanterweise, es war nicht perfekt. Man hat dieses Gefühl so, es gab diesen ganz tollen Lehrer, den Buddha, und alle waren begeistert von ihm und es war alles nur Harmonie und alles so toll. Das war nicht so. Es gab zum Beispiel, mir fallen jetzt auf Anhieb drei Situationen ein, wo Schüler des Buddha mit dem Schüler, mit dem Buddha argumentiert haben, mit ihm anderer Meinung waren. Also mir fallen jetzt drei auf Anhieb ein. Was ich ganz interessant finde, das heißt, der Buddha scheint sowas auch gefördert zu haben. Ja, wahrscheinlich hat er nicht irgendwie blinden Gehorsam verlangt von seinen Schülern. Es gibt also schon einige Begebenheiten, wo einige Schüler wirklich anderer Meinung waren und das auch vertreten haben vor ihm. Dann entweder durchgesetzt haben, was sie wollten, oder auch nicht. Eine andere Frage, ob es geklappt hat oder nicht. Also man hat bei einigen Schriften auch weniger den Eindruck, dass es sowas wie ein starkes Lehrer-Schüler-Ding gab, dass dieser tolle Lehrer da war und diese Schüler, die um ihn rumgescharrt waren, sondern eher eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam praktiziert haben. Viele Schüler des Buddha waren seine Verwandten, die kannten sich von Kindheit an, die haben zusammen gespielt früher. Aus seinen Schüler geworden dann. Also es war nicht so der abgehobene Lehrer und die devoten Schüler, sondern eher so eine Gemeinschaft von Freunden. Den Eindruck kriegt man eher davon. Das Leben in der Gemeinschaft war nicht leicht. Es gab Streitigkeiten und Ärger. Es gibt eine Episode, die interessant ist. Das ist der Streit bei Kosambi, eine berühmte Episode, wie es schiefgehen kann. Interessant übrigens. Es gab eine Gruppe von Mönchen, die bei Kosambi lebte, eine Stadt in Indien. Und zwischen denen brach Streit aus. Und der Streit brach aus über den Toiletteneimer, den Wassereimer. Also ein Mönch hat, nachdem er auf der Toilette war, den Wassereimer nicht wieder gefüllt. Ich kann sagen, er hat das Klopapierrolle nicht ersetzt. Ein anderer Mönch hat ihn dafür kritisiert, das wäre nämlich gegen die Regeln. Mit so traumatischen Wohngemeinschaftserinnerungen jetzt. Der erste Mönch hat gesagt, okay, war ein Fehler, aber so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Ja, und er meinte, doch, es ist schon schlimm. Diese beiden Mönche hatten aber eine ganze Menge Schüler, die sich natürlich dann auch mit angesprochen fühlten, wenn der Lehrer kritisiert wird. Und dann gab es zwischen diesen beiden Gruppen von Schülern ziemlich einen Streit. Ja, die haben sich nur gezankt um den Toiletteneimer. Euer Lehrer weiß die Regeln nicht und so weiter. Und es gab wirklich keinen Frieden zwischen denen. Der Buddha kam irgendwann dazu und versuchte zu vermitteln und konnte es nicht. Die wollten nicht. Die haben gesagt, das ist hier nicht deine Sache, das ist unser Problem, geh mal lieber meditieren. Die haben ihn quasi weggeschickt. Ja. Und der Streit wurde erst beigelegt, nachdem die Laienanhänger genug hatten davon und sich geweigert hatten, den Mönchen was zu essen zu geben. Da wurde die Sache erst friedlich. Viele Regeln, was auch ganz wichtig ist, sich klarzumachen, der Buddha hat kein Regelwerk für seine Gemeinschaft erstellt. Die Regeln, die man heute hat für die buddhistischen Mönche und Nonnen, die sind immer aus bestimmten Gründen entstanden. Also was man immer hat, irgendeine Situation ist schiefgegangen, irgendwas klappte nicht oder gab es Missverständnis oder Ärger. Dann hat der Buddha gesagt, das wollen wir in Zukunft vermeiden, tut das nicht wieder. Und so sind Regeln entstanden. Ja, also es gab nicht, der Buddha hat nicht irgendwie eine fertige Liste von Regeln gehabt, die er sozusagen dann vorlegte. Die haben einfach so zusammengelebt und probiert, was man machen könnte. Und immer wenn was schief ging, wollte der Buddha vermeiden, dass es nochmal passierte. Zum Beispiel gibt es diese Regel unter Mönchen, dass man nach 12 Uhr mittags nicht mehr essen sollte. Der Grund war anscheinend, dass man ist auf Bettelgang gegangen und wollte nicht ständig die Leute belästigen. Weil die Leute in Dörfern sollten wissen, ab 12 Uhr kommt keiner mehr, dann können wir unserer Arbeit nachgehen. Die Regel, dass man in der Regenszeit in Indien sesshaft ist und nicht herumwandert, ich halte das irgendwie vernünftig, weil es regnet ja nur, ist anscheinend daher, dass die Laienanhänger sich gewundert haben, weil die Mönche, die herumwandern würden, würden ja auch Insekten zertreten, die da rumkriechen. Ja, deswegen ist man sesshaft geblieben. Also viele Regeln sind daher entstanden, auch um das Zusammenleben zwischen Mönchen und Laien zu regeln oder um da Probleme zu vermeiden. Anscheinend gab es auch kein Alkoholverbot im frühen Sangha. Ein Mönch ist mal voll besoffen irgendwann liegen geblieben. Und da hat der Buddha erst gesagt, das lassen wir jetzt in Zukunft bleiben. Ne? Kein Alkohol mehr. Also der frühe Sangha, die frühe Gemeinschaft war eher so ein
etwas ein Experimentierfeld. Ja, es war keine fertiges Regelwerk, keine fertige Gemeinschaft, der man beitrat, wo man wusste, wie es ist, sondern die haben einfach experimentiert, einfach Dinge ausprobiert. Ja. Und was funktionierte, haben sie weitergemacht, was nicht funktionierte, haben sie sein gelassen. Also es ist eher was sehr Lebendiges gewesen, viel probiert wurde. Es gab auch positive Beispiele natürlich, mit diesen Albernheiten, die passiert sind. Nachdem der Buddha von diesen Mönchen in Kosambi weggeschickt wurde, ist er dann, schnell um sich zu erholen, fast in diesen Wald gegangen, wo 3 Schüler von ihm lebten, Anuruddha und 2 Freunde von ihm, die einfach so sehr harmonisch zusammenleben. Und das positive Gegenstück zu den ersten übrigens, ja, wie die zusammengelebt haben, ist, die hatten überhaupt keine Regeln. Ja. Die sind einfach betteln gegangen. Wer zuerst zurückkam, hat das Essen vorbereitet. Wer zuletzt zurückkam, hat aufgeräumt. Und wenn jemand Hilfe brauchte, suchte man jemanden. Ja. Also während die ersten Mönche dieses Regelwerk hatten, ja, man füllt den Eimer hinterher wieder auf und wenn man das nicht tut, hat man gegen die Regel verstoßen. Das brachte Ärger. Haben diese 3 einfach ohne Regeln einfach zusammengelebt, einfach aufeinander geachtet. Nämlich reines Rücksichtnahme, Achtsamkeit. Die Hauptschüler des Buddha, will ein paar Schüler erwähnen. Die wichtigsten Schüler waren Sariputta und Moggallana. Es waren auch 2 Freunde, die auf der Suche waren nach Wahrheit, nach Spiritualität, sind zum Buddha gekommen und wurden seine wichtigsten Schüler. Und waren beide die ganze Zeit über befreundet. Was ganz interessant ist dabei, die waren sehr unterschiedlich. Sariputta, der als der wichtigste, spirituell am weitesten fortgeschrittene Schüler gilt, war sehr gut in Weisheit, ja, und in Meditation anscheinend auch. Moggallana, sein Freund, seine Stärke waren eher übersinnliche Fähigkeiten. Also beide waren sehr unterschiedlich. Übrigens, wenn man Bilder vom Buddha sieht, also auch Statuen, sieht man manchmal links und rechts so kleinere Figuren neben ihm stehen. Das sind immer Moggallana und Sariputta, seine Hauptschüler. Immer den Buddha, der meist größer dargestellt wird, und kleiner in diese beiden Mönche daneben. Es gibt auch um die beiden nette Begebenheit, wo einfach gezeigt wird, wie die beiden sich so gelobt haben gegenseitig immer. Die Geschichte ist, dass die beiden haben während einer Vollmondnacht im Wald meditiert und es kam so ein Walddämon, ein Yaka, vorbei geflogen und sah die folierte Glatze von Sariputta im Mondlicht glänzen und konnte der Versuchung nicht widerstehen, hatte einen draufgehauen. Moggallana sah das natürlich, guckte dann wahrscheinlich so, und Sariputta meditierte einfach weiter. Er hat so einen furchtbaren einen draufgekriegt anscheinend, aber er meditierte einfach weiter. Und als dann die Meditation vorbei war, meinte Moggallana, das ist alles in Ordnung mit dir, das ist alles okay. Ja? Und Sariputta sagte, ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, woher. Und die beiden lobten sich dann. Also Moggallana meinte Sariputta, das ist unglaublich, du hast diesen furchtbaren Schlag bekommen und konntest einfach weitersitzen. Und Sariputta lobte Moggallana. Du konntest diesen Yaka sehen und ich kann überhaupt nichts Übersinnliches wahrnehmen. Weil die haben sich nur gelobt gegenseitig. Das waren die Hauptschüler. Übrigens, die beiden sind vor dem Buddha gestorben und der Buddha trauerte wirklich um sie. Er sagte so, als die beiden tot waren, jetzt ist die Gemeinschaft leer. Es fühlte sich leer an. Ein anderer sehr wichtiger Schüler war Mahakassapa, der nach dem Tod des Buddha anscheinend die Führung übernommen hat, mehr oder weniger. Seine Stärke war Disziplin. Er war so, war selber sehr diszipliniert und hat auch das von anderen verlangt. Muss ein sehr harter Lehrer gewesen sein. Anscheinend bei vielen nicht so beliebt. Ich sage Mahakassapa. Sein Begleiter, der Buddha hatte immer einen Begleiter, die haben auch gewechselt. Dieser Begleiter war eine Art fast persönlicher Sekretär auch oder sowas. Mussten Termine für ihn machen, Botengänge, war immer dabei. Während der letzten 40 Jahre seines Lebens war das Ananda, was sein Cousin war. Und die beiden waren einfach eng befreundet. Der Ananda war spirituell gesehen nicht der Hellste, immer noch weit genug, ja, aber so im Vergleich mit den anderen Größen nicht der Allerhellste. Aber der Buddha mochte ihn. Das ist ein Thema, was man in manchen Biografien findet, dass so die Lieblingsschüler der Lehrer nicht gerade die spirituell Besten sind, aber die mochten sich einfach. Da war eine Art Freundschaft zwischen denen. Ananda hatte also so die Aufgaben, ein Sekretär für den Buddha zu sein, wenn irgendein Mönch vor dem Buddha zitiert werden musste, den geholt. Er hatte auch die Eigenschaft, er hat ein unglaubliches Gedächtnis gehabt und alle Lehrreden gehen auf ihn zurück. Also buddhistische Lehrreden fangen immer an mit, so habe ich gehört. Und der gehört hat, ist immer Ananda. Als er diesen Posten übernahm, Sekretär des Buddha zu werden, hat er einige Bedingungen gestellt. Nämlich eine Bedingung war, er wollte nichts abbekommen von dem, was der Buddha als Opfergaben bekam, als Geschenke. Damit nicht der Eindruck entsteht, er macht das so, um was mitzubekommen. Ja. Das sind so Geschenke, kriegt Roben oder was. Also er wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, er macht das, um sich persönlich zu bereichern. Und er wollte bei jeder Lehre des Buddha dabei sein. Und wenn er nicht selber dabei sein konnte, sollte der Buddha es nochmal wiederholen vor ihm. Und man sagt, er hat dieses Wahnsinnsgedächtnis gehabt, wo er sich alles merken konnte, was der Buddha sagte.
andere wichtige Schüler, zwei andere war, ich erwähnte Bimbisara, der König, der mit dem Buddha auch ganz gut befreundet war. Und ein anderer war Anathapindika, war ein reicher Kaufmann, der auch Schüler des Buddha wurde, auch recht wahrscheinlich Erleuchtung erlangte. Er hat auch sehr große Spenden gemacht an die Gemeinschaft, an den Buddha und seine Gemeinschaft. Er hat so einen ganzen Park gespendet. Was ganz interessant ist, wenn man sich mit diesen Leuten beschäftigt, die waren sehr unterschiedliche Charaktere. Auch wenn sie als erleuchtet gelten, war das nicht, dass sie alle gleich wurden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, weil ich glaube, das hat auch Auswirkungen für die Praktik. Wir haben, glaube ich, manchmal die Idee, dass spirituelle Entwicklung oder Erleuchtung irgendwie darin besteht, dass man was ganz anderes wird. Ja, wir sind diese mehr oder weniger schräge Persönlichkeit. Irgendwann kommt dann hoffentlich diese Erleuchtung, damit alles anders und wir sind nicht mehr so, wie wir waren. Anscheinend ist es eher so, dass die Persönlichkeitsstrukturen bleiben, auch nach der Erleuchtung. Also anders gesagt, man muss nicht versuchen, was anderes zu werden, wenn man Erleuchtung anstrebt, eher eine Art bessere Version von sich. Wie gesagt, Sariputta, der hohe Weisheit erlangte, hatte keine übersinnlichen Fähigkeiten, die man angeblich erlangen kann. Diese sind einfach Nebeneffekte. Ja, ob man die hat oder nicht, okay, ist kein Zeichen spiritueller Entwicklung. Andere hatten andere Fähigkeiten, andere wieder nicht. Es gab einige Anfeindungen, die der Buddha zu erleiden hatte. Er gehörte zu den Shramaneras, diesen Wanderasketen, die sozusagen unorthodox waren, ja, diese übliche brahmanische Orthodoxie nicht mitmachten. Und die Brahmanen fühlten sich sehr von ihm angefeindet und haben auch Verschiedenes versucht, ihn loszuwerden. Das ist fast wie ein Krimi. Was die Brahmanen gemacht haben, die haben einer jungen Frau, die auch zu ihrem Stamm wohl gehört, gesagt, lauf mal öfter da rum, wo der Buddha und seine Schüler sind. Lass dich mal einfach da blicken ab und zu mal. Dann haben die natürlich auch gemacht, ist da rumgelaufen, ja, Leuten geredet, dann haben die Brahmanen sie ermordet und die Leiche dahin versteckt beim Buddha. Mit der Verdacht natürlich auf die Mönche. Von einem Krimi liest sich das natürlich, ja. Damit wurde der Buddha und seine Schüler wohl eine Weile angefeindet, aber es hat sich irgendwann auch wieder gelegt. Eine andere Episode, die ich für problematisch halte, weil die ist zwar traditionell so, aber ich finde, ich kann die nicht ganz glauben, ist die vom Cousin des Buddha, der ihn ermorden wollte. Nach der Überlieferung hatte der Buddha diesen Cousin, Devadatta, der sehr ehrgeizig war, der wollte dann die Leitung des Ordens gleich übernehmen, der Buddha ließ ihn nicht und hat dann einige Mordversuche auf den Buddha gestartet, mit Hilfe eines befreundeten Herrschers, die alle fehlgeschlagen sind natürlich. Die Geschichte hat einige inhärente Probleme, ich finde die ein bisschen unglaubwürdig aus verschiedenen Gründen. Also es war nicht so, dass es ein reiner Triumphzug war, was der Buddha und seine Schüler hatten, also die wurden auch angefeindet, hatten auch gebeten. Der Buddha war auch anscheinend der Erste, der einen Nonnenorden gründete. Ich glaube, das gab es früher nicht. Und zwar hat seine Stiefmutter und Tante wollte auch ordiniert werden. Und der Buddha hat das erstmal abgelehnt. Da wurden keine Frauen im Orden. Und was sie dann gemacht hat, sie hat eine Art feministische Demonstration gestartet. Also hat sich also einfach die Haare geschoren, Robe angezogen, ist da aufgetaucht mit ihren Anhängerinnen. Den Buddha hat das auch nicht beeindruckt. Dass man, ja, könnt ihr machen, wenn ihr wollt, aber auf Druck reagiere ich nicht. Ja, nur Druck machen nicht. Das ist einfach Manipulation über uns. Aber Ananda hat mit ihm diskutiert. Mit dem, warum nicht? Er hat einfach durch Argumente ließ der Buddha sich überzeugen, durch Demonstration und Druck nicht. Also Ananda hat mit ihm diskutiert, dann hat der Buddha auch diesen Orden gegründet. Weil der Erste war, der sowas übrigens machte damals. Der Buddha wurde wahrscheinlich um die 80 Jahre alt. Und als er dann älter wurde, und hier kommen jetzt so Sachen, wo wieder die Chronologie klarer ist. Ja, man hat sozusagen, bis zur Erleuchtung kann man einigermaßen eine Chronologie aufbauen. Dann ist eine Riesensammlung von Episoden, wo man nicht genau weiß, wann die passiert sind. Und dann kommt wieder eine einigermaßen Ordnung rein, gegen Ende seines Lebens. Also er wurde langsam alt, kriegte Rückenschmerzen, anscheinend. Und hat eine Art letzte Wanderung gemacht, um nochmal zu lehren. Eine Art letzte Tour durch Nordindien nochmal. Was er gelehrt hat, war der dreifache Pfad, Ethik, Meditation, Weisheit. Ja, das war so, was der Buddha als letztes immer gelehrt hat, wo er hinkam. Also gelehrt, wurde von Ananda begleitet, der auch schon so älter gewesen sein muss. Das sind beide Greise gewesen sein in der Zeit. Ja. Dann kam er zu, das war nicht seine letzte Mahlzeit, aber dann wurde er von einem Schmied eingeladen zum Essen. Und der hat ihm was vorgesetzt, was wohl nicht gut war. Also vergiftete Nahrung. Es war kein Anschlag, war nur ein Unfall. Also der Buddha sah das mit dem Essen, was nicht in Ordnung ist, und meinte, das kann nur ich essen, keiner von euch. Es ist unklar, was er gegessen hat. Die Übersetzung ist sowas wie Schweineweich oder Pig's Delight, wie sagt man es auf Deutsch, die Freude des Schweins. Das ist entweder, waren das Pilze, oder Bambussprossen oder Innereien vom Schwein. Also ich bin nicht ganz sicher, was es war, wie man das Wort übersetzen will. Auf jeden Fall war es nicht gut. Der Buddha wurde noch kränker davon. Hat auch klar gemacht, dass dieser Schmied schon da sich keine Gewissensbisse machen sollte. Der Schmied war natürlich todunglücklich. Er hat den Buddha vergiftet. Ja.
Und der Buddha meinte, mach dir keine Sorgen darum. Es gilt als sehr verdienstvoll, dem Buddha seine letzte Mahlzeit zu bereiten. Hat ihm auch klar gemacht, dass er sich keine Sorgen machen, der Buddha ist eh alt. Dann ist der Buddha nach Kusinara gewandert, auch eine Stadt in Nordindien, und es hat sich da zwischen zwei Bäumen hingelegt zum Sterben, letzte Belehrungen. Er hat nochmal versucht sicherzustellen, ob wirklich alle, ob es noch Fragen gibt. Ja, also die Mönche, Nonnen, Laienanhänger haben sich versammelt, oder gibt es noch Fragen, ist auch irgendwas unklar. Und keiner sagte was. Dann meinte der Buddha, okay, es kann sein, dass ihr aus lauter Respekt vor mir nicht traut, Fragen zu stellen, fragt euch mal gegenseitig, ob ihr noch Fragen habt. Und da gab es auch keine Fragen mehr. Der Buddha hat noch einen letzten Schüler angenommen und ist dann quasi gestorben. Seine letzten Worte, es gibt wieder verschiedene Überlieferungen davon. Es gibt jetzt von dem letzten, von dem Tod des Buddha verschiedene Texte, die überliefert worden sind. Die Standardüberlieferung sagt, der Buddha hat so letzte Worte gesprochen, die besagen, alle Phänomene sind vergänglich, strebt mit Wachsamkeit. Das sind so die berühmten letzten Worte des Buddha. Nach einer anderen Überlieferung hat er nicht gesprochen, sondern hat ihnen seinen Körper gezeigt. Was auch eine Lehre in Vergänglichkeit ist. Ne? Verfiel auch langsam. Ja. Das waren so die letzten Worte des Buddha. Nach dem Tod gab es dann erstmal Ärger um seine Reliquien. Er wurde verbrannt, wie es damals üblich war. Und schon gab es die Idee, wer soll die Reliquien behalten? Sieben oder acht Parteien haben sich um verschiedene Herrscher, sind mit ihren Armeen angekommen, um sich die notfalls mit Gewalt zu holen. Verschiedene andere wollten die auch haben. Die einen sagten, der ist aus unserem Stamm geboren, wir kriegen die. Die anderen sagten, der hat sich viel bei uns aufgehalten, wir kriegen die. Die anderen sagten, der ist bei uns gestorben, wir kriegen die Reliquien. Ja. Es drohte also ein großer Krieg auszubrechen darüber. Bis dann ein Priester sagte, das Ganze ist etwas unsinnig, was er hier macht. Ist nicht im Einklang mit dem, was der Buddha lehrte. Die haben die Reliquien einfach in 8 Teile aufgeteilt. Nach dem Tod des Buddha gab das erste Konzil. Was man gemacht hat, man wollte jetzt mal sammeln, was die Lehren des Buddha eigentlich waren. Ja, ich sagte schon, Kassapa war anscheinend so der Wortführer. Er war so von den überlebenden Mönchen wohl der einflussreichste. Und man wollte einfach mal alles sammeln. Man hatte zwar die verschiedenen Lehrreden des Buddha, aber die wurden einfach mündlich weitergegeben. Und es gab keine so Kommunikationswege wie heute. Konnte es, dass Leute woanders was ganz anderes praktizierten als Leute im anderen Ort. Aber die hatten noch nicht viel Kontakt untereinander einfach. Ja. Und es wurde dieses Konzil einberufen bei Ratchagriha, in der Höhle, um einfach mal alles zu sammeln. Das ist interessant, was da ablief. Erstens, Ananda war noch nicht erleuchtet, aber Ananda kannte alle Lehren auswendig. Er musste also, um daran teilzunehmen, musste er aber Erleuchtung erlangen. Die wollten das nicht dabei haben. Darum hat er kurz vorher noch Erleuchtung erlangt. Und auf ihn gehen alle Lehrreden zurück. Die zweite Sammlung, die es gibt, sind die Regeln. Die wurden auch gesammelt. Die gehen zurück auf Upali. Upali war ein Mönch, der alle Regeln kannte. Der Grund war, er war, bevor er in die Hauslosigkeit zog, Friseur gewesen. Und deswegen war er immer dabei, wenn die Mönche sich vor ihrer Ordination die Haare scherten. Und kannte, der musste wahrscheinlich die Regeln üben vorher. Ja? Und er war immer bei der Ordination dabei, weil er Friseur gewesen war. Ja? Und deswegen kannte er alle Regeln. Ja, also auf Upali gehen die Regeln zurück, auf Ananda die Lehrreden. Und die einfach gesammelt. Dann gab es noch eine ganz interessante Begebenheit, wo, nachdem alles gesammelt war, man hatte die Lehrreden dann der Länge nach geordnet übrigens. Man versuchte diese ganzen Mengen von Texten, oder es waren noch nicht Texte, es waren einfach Reden, irgendwie zu sortieren. Und die Regeln, die man gemacht hat, der Länge nach. Ja, das heißt, man sollte die längere Sammlung, die langen Lehrreden, die mittlere Sammlung, mittellangen Lehrreden, die angereihte Sammlung, das sind die Lehrreden, wo alles nach Zahlen sortiert ist. Ja, wenn irgendwie Listen waren mit Zahlen, wurden die einfach die Viererlisten zusammengetan, die Fünferlisten und so weiter. Dann die gruppierte Sammlung, ich glaube, die waren nach Themen sortiert. Und die kürzeren Texte von die sonstigen. Alle kurzen Texte wurden da gesammelt. Ein Mönch kam zu spät zu dem Ganzen. Dem alles schon gesammelt war, kam einer noch an. Und die Mönche luden ihn ein, mitzumachen bei der Sammlung der Texte. Und er sagte, nein, werde ich nicht machen. Ich habe meine Erinnerung an das, was der Buddha mich gelehrt hat, das werde ich praktizieren. Und was ihr macht, das, da will ich nicht auch noch mit beteiligen. Das heißt eigentlich, dass es von vornherein klar war, das, was in dem Kanon gesammelt wurde, war nicht alles. Man wusste schon, es gab noch andere Sachen, die vielleicht später rausgekommen sind. Also ich finde es ganz interessant, dass sozusagen selbst in den Schriften selber drin war, es könnte noch mehr Lehren geben. Ja, und der Buddhismus hat sich dann einfach weiter verbreitet so im Laufe der Zeit, ja, über mehr oder weniger ganz Asien. Ich hatte am Anfang gesagt, dass so im Leben des Buddha auch einige Aspekte buddhistischer Lehre drin sind, von denen, wie er gehandelt hat. Und ich werde so zum Abschluss so nochmal aufzählen, die Punkte, die ich so am spirituell bedeutendsten fand.
Das erste ist die unpopulärste wahrscheinlich, die Wichtigkeit von Entsagung. Ja, der Buddha hat seine Familie, sein Heim, seine Sicherheit verlassen. Das scheint zum buddhistischen Leben nun mal dazu zu gehören, dass man sowas tut. Nicht populär, ist aber so. Man hat häufig, wenn man so spirituell bequemer wird, diese Idee, man möchte ein Leben weiterleben wie bisher und ein bisschen Buddhismus draufpacken. Kann man eine Weile sicher machen, ein nettes Hobby sicher, mit beschäftigen, Bücher lesen, erbaulich. Es geht wahrscheinlich nicht weit genug. Das heißt, zum spirituellen Leben gehört dieser Aspekt von Radikalität. Das heißt nicht, dass jeder sofort seine Familie verlassen muss, aber dass zumindest diese Art Einstellung da sein sollte. Ich würde das so ausdrücken, für so Hausgebrauch, sage ich mal. Zunächst mal versucht man, wenn man sich mit Buddhismus beschäftigt, den Buddhismus in sein Leben zu integrieren. Kann man eine Weile machen. Aber eigentlich muss man sein Leben in den Buddhismus integrieren. Das ist umgekehrt. Also es geht nicht so darum, so sein Leben so schön organisiert, sondern ein bisschen Buddhismus rein, wo noch Platz ist, ja. Sondern eher, man guckt sich alle Lebensbereiche an, wie passen die in die Praktik des Buddhismus rein. Mit Entsagung hängt auch Freiheit zusammen. Ich glaube, manchmal denkt man nur, es geht darum, alles das nicht zu tun, was man gerne möchte. Aber eigentlich ist Entsagung, sich so dem nicht mehr auszuliefern, dem man ausgeliefert ist, dem man sich freiwillig ausliefert. Also eher ein Aspekt von Freiheit. Der Buddha spricht auch davon, wie er sagt, so von dieser, er nennt das Leben im Haus ist einfach staubig und eng. Der freie Himmel ist frei und offen. Das ist mein Leben. Ja, also das, was er leben wollte. Der zweite interessante Punkt im Leben des Buddha war das Aufgeben spiritueller Karriere. Ja, also er hatte kein Interesse daran, sowas wie eine Art berühmter Lehrer zu werden. Ich meine, er ist es geworden irgendwann, aber er hätte es eher machen können, ohne größere Anstrengung, einfach bei diesen beiden Lehrern. Das hat er aufgegeben. Die anderen haben eher mit der Gemeinschaft zu tun. Es gibt keine ideale spirituelle Gemeinschaft. Ja, man möchte sowas gerne haben. Irgendwie. Ich glaube, Menschen sind gerne mit Menschen zu tun. Wir sind alle harmoniebedürftig und lieben es so, gemocht zu werden. Alles, ja, man mag keinen Streit. Und irgendwie hofft man, das dann in der Spiritualität zu finden. Man findet es nicht. Auch zur Zeit des Buddha in seiner Gemeinschaft war es nicht perfekt. Anders gesagt, die Suche nach einer idealen spirituellen Gemeinschaft, wo alles ganz toll ist, ist zum Scheitern verurteilt. Vor einiger Zeit hat Parami, eine schottische Ordensfrau aus Spanien, hier mal einen Vortrag gehalten. Ich erinnere mich nur an eine Sache am Anfang, wo sie sagte, sie sprach vor Leuten, die öfter zum Zentrum kommen, und sagte, wenn ihr eine ideale spirituelle Gemeinschaft sucht, geht sofort raus. Dann seid ihr falsch. Also es gibt keine ideale spirituelle Gemeinschaft. Wenn man das sucht, ist es naiv. Innerhalb der spirituellen Gemeinschaft herrscht Freiheit. Der Buddha hat zwar Regeln aufgestellt, hat aber auch zum großen Teil Leute machen lassen, was sie wollten. Wenn also jemand irgendwas tun wollte, was der Buddha für falsch hielt, hat er ihm gesagt, was du machst, ist falsch. Ich halte es für eine Dummheit, aber wenn du es tun willst, tu es. Also eine gewisse Freiheit herrscht. Also auch zur Zeit des Buddha in seiner Gemeinschaft herrschte große Freiheit. Leute können eigentlich in gewissen Rahmen tun, was sie wollen. Es wurde ihnen nicht vorgeschrieben, ob sie jetzt alleine leben sollten, mit kleinen Gruppen im Wald oder was sie tun sollten. Es gab eine gewisse Freiheit. Und auch eine geistige Freiheit. Man konnte mit dem Buddha diskutieren. Anderer Punkt, weniger am Buddha selber als an seinen Schülern, ist die Frage nach Persönlichkeit. Kann man hochphilosophisch diskutieren, ob es eine Persönlichkeit gibt oder nicht. Aber ich glaube, es zeigt ja auch die Art, wie wir praktizieren. Das habe ich schon vorhin gesagt, als ich über seine Schüler sprach, aber ich fand den Punkt ganz wichtig. Erleuchtung scheint nicht darin zu bestehen, als Persönlichkeit weg zu sein, was völlig anderes. Wenn man mit der Einstellung praktiziert, ist das wahrscheinlich ein Ausdruck von Selbsthass. Man mag sich selber nicht, möchte völlig anders werden, also erhofft man diese Erleuchtung zu kriegen, um sich selber nicht mehr ertragen zu müssen. Das scheint aber nicht so zu funktionieren. Ja, es scheint also schon so zu sein, dass persönliche Eigenschaften einfach bleiben, weil die bei uns recht stabil angelegt sind. Also wie ich eben schon sagte, es geht nicht darum, was völlig anderes zu werden. Irgendwo ist Erleuchtung schon was völlig anderes. Ja, es geht nicht darum, einfach nur ein bisschen besser zu werden, als man ist, ein bisschen freundlicher. Es scheint schon ein qualitativer Sprung zu sein. Es ist völlig, man erlebt die Welt anscheinend als völlig anders als jetzt. Aber von der Persönlichkeitsstruktur her scheint es nicht so zu sein, dass man was völlig anderes werden muss dafür. Also wie gesagt, es scheint, dass der spirituelle Weg eher darin besteht, eine bessere Version von sich zu werden. Und das Letzte ist eigentlich das Wichtigste. Das ist so in den, man könnte sagen, da ist der Buddhismus auf zwei Sätze, auf einen Satz zusammengefasst. Und die letzten Worte des Buddha, alles ist vergänglich, strebt mit Wachsamkeit.